Dieses Gesicht sagt einfach alles. Ein Symbol für den geplatzten Traum einer ganzen Nation. Im eigenen Land verliert der Gastgeber Brasilien im Halbfinale gegen Deutschland mit 1:7. Was für eine Demütigung. Eine historische Niederlage für den Rekordweltmeister. Mein Glaube ist groß, aber so etwas hatte ich nicht erwartet. So etwas hätte ich niemals erwartet. Felipe Scolari dachte, es wird ein einfaches Spiel. Und was auch immer passiert, er könnte es auf die Abwesenheit von Neymar schieben. Heute sind wir zutiefst unglücklich, weil wir gegen Deutschland verloren haben. Aber 7:1? Das ist einfach nur lächerlich. Das hat niemand verdient. Das ist absurd. 200 Millionen Menschen sehen mit an, wie ihre Mannschaft kollektiv versagt. Es ist eine Vorführung, die Schmach von Belo Horizonte, die höchste Niederlage in der brasilianischen Länderspielgeschichte. Das ist einfach nur peinlich, sehr beschämend. Wir Brasilianer haben so lange darauf gewartet. Wir wollten, dass Brasilien im eigenen Land gewinnt und wir wollten eine große Party feiern. Aber das haben die Menschen nicht verdient. Das ist genau das Gegenteil, einfach nur peinlich. Es ist ein Desaster, eine Katastrophe. Das war unvorhersehbar. Ich habe keine Worte, um das hier zu beschreiben. Ein Desaster. Diese Niederlage könnte sich nach dem verlorenen WM-Finale von 1950 zu einem weiteren nationalen Trauma der Brasilianer entwickeln. Der Schmerz sitzt tief, das zeigte sich bereits kurz nach Abpfiff. In Rio de Janeiro und in Belo Horizonte kam es nach dem Spiel vereinzelt zu Ausschreitungen.